Willkommen zurück bei der Reise danach. Neue Logo. Ja. Recht seltsam aus. So eine Art Uranus-Planet. Planet. Wo wir hauptsächlich mit Kumano Ino kämpfen werden, weil er Feuer eingeschickt hat. Das ist nur Dolgo, wenn sie ja bloß trotzdem als er von Kumano Ino gesprochen hat. Sehen wir uns die Dorf hin, ich bin Kampf-Yoga. Okay. Suche nach Kampf-Yoga. Das erste, was er aufwendet, ist wunderschönes, klares Wasser. Der Angel zu über diesen wunderschönen blauen Wasser. Hier. Ah, hier kommt der Hinterlauf. Wir wollen immer in das Schiff laufen, wenn es geht. Die meisten sind hier noch ein bisschen versteckt. Ich hätte leider nicht versteckt zu sehen, aber später erst. Nein, alles gar nichts, alles mehr. Warte rein, zu. Ich bin ja nur so durchgewohnt, was wir etwas groß fragen. Kommt wieder aus dem Terror, um uns zu helfen. Ihr solltet mit Retter sprechen, tut es doch heute. Ja, ich muss wieder auf den Weg gehen, damit es nicht gut ist. Aber machen wir uns rein. Das Dorf hört mich halt ein bisschen von allen fünf Seiten. Ja, Seiten. Guck mal, den Fischer mal runter. Tage zu Fischer, ich habe es erst gemerkt, aber den Fischer nicht stimmt. Ich habe einen Fisch schon gesehen, ich war schockiert. Du Fisch hier drin noch! Du weißt, dass ich einen Fischer raushält, wenn ich mit dieser Brühe hier hin. Wahrscheinlich Fische mit drei Augen oder sowas. Ja, die Wetten ist auch mal ja da. Wolf und Offenbahn. Aber rausgeguckt. Und da war unser ganzer Fluss grün. Höchste Aufmerksamkeit, was? Unser ganzer Fluss war grün den ganzen Tag. Keiner sieht noch, was los war. Einmal später kommt man da. Die Stadt mal gesagt, das war so ein Test. Die Test, wo der Fahrer über Land fließt. Ich wollte keiner, was los war. Einfach alles grün gehen. Da so noch Fotos gemacht hat. Der hat sogar noch so ein heftiges. Ach, das mal an, der Kopf ist noch in dem Fass gedreht. Ich glaube, der Angst hat noch einer so noch drin oder was? Ja, wir wollten herausfinden, dass wir nicht wirklich stimmen, aber bisher wohl nach jedem Fall. Bleib fern von mir, das ist halt ein Fenster. Weil wir gleich reingucken gehen bald. Gehen wir erstmal zum Gretas Haus. Kannst du mir vielleicht sagen, wo du jetzt herkommst, ha? Ich kenne euch nicht und ich mag keine Fremden. Wer seid ihr und was habt ihr mit Salia gemacht? Tut mir leid, dass wir hier so reinplatzen. Ich bin Gina, NPP. Das ist Rallen, mein Partner. So, NPP-Officer, was? Halt, NPP, das habe ich doch schon mal gehört. Oh, was soll's. Mir fällt's nicht ein. Mein alter Kopf kann sich nicht alles merken.
Ach, wie auch immer. Was wollt ihr? Und macht schnell, ich hab zu tun. Und bitte kein bürokratisches Gefasel. Dafür fehlt mir die Geduld. Kommt einfach zum Punkt. Na, wird's bald? Wir suchen hier einen gewissen Kamtoga. Was? Hast du gerade gesagt, ihr wollt? Ich wollte gerade selbst mit Kamtoga reden. Unten im Wald herrscht das totale Chaos. Das kann doch kein Aufruf sein. Es sind Quallen, weil sie waren es sicherlich, die den Fluss verschmutzt haben. Die Quallen sind also auch hier. Der Versuch kam zu Motto, aber ich habe ihn nicht erreicht. Und noch dazu ist meine Tochter Salia spurlos verschwunden. Ich hoffe nur, dass sie nicht in den Wald gegangen ist. Aber sollten sie in den Wald gehen, dann weiß es doch Quallen. Weil ihr das ähnlich sehen würde, für den Wald würde ihr leben bisher. Ich muss sie schnell finden. Das gefährlich hat auch das. Ich muss in den Wald gehen und nach ihr suchen. Das ist sehr nett für mich. Mir geht es um die Tour. Ja, aber ich bin ein Schmettungmeister. Wenn ich eines kann, dann die Tour bekämpfen. Schmettungmeister, die Titel habe ich schon leider nicht mehr gelernt. Wenn das so ist, so lasse ich die Suche euch. Aber mal endlich bitte, bevor es zu spät ist. Du kannst dich auf was. Er hat uns verlassen. Wir werden den Wald sofort durchsuchen. Ich suche die Quallen im Wald. Ich finde immer so eine Haustieroration immer besonders lustig, wenn sie die Treppe vollstellen oder so, dass man nicht hochlaufen kann. Aber wie kommen die Bewohner da hoch? Es ist und bleibt ein Rätsel. Aber es sieht so aus, als hätten wir eine neue Mission. Auch in den Weiten müssen wir das doch dazu. Die Salia heißt. Oh, sie ist viel erfahren gekommen. Da kann man ihn auf Timing knapp den Namen 100% wissen. Aber was mit dem Wald zu tun hat. Die Weise des Tempels. So. Jetzt sind wir in den Wald. Los. Los. Sehr schön, sind wir besser Mineralien. Aber schon gelbe und grüne Mineralien mehr als blaue. Was war mit den Wald? Einfach dabei. Los. Los. Oder man kann. Los. Ich komme. Ich zeig sie. Ein Kampf. Los. Ja, ich glaube, ich werde auch nur aufs Schwert wieder ausrüsten. Das ist mal einfach zu, würde ich sagen. Zu langsam. Gott, die
weiß, wie das aussieht, aber nein. Ich bin halt einfach schwer am Kämpfen. Los! Du hast gesagt, im Spiel gab es noch ein Schwert. Und an den Liefern nur anspielen könnte. Los! 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 Oh, ein Lykos-Mineral! Geil! Ja, sehr gut, Lykos-Mineral! Nicht mal was hier, nur das hier oder sowas. Es ist einfach nur eine Sackgasse. Aber das war richtig eine Reihe von sehr gut. Ich kann den Rettung so schön drüber was uns beginnt. Los! Oh, Reißbeerart. Verschiedene Arten Reißbein, sehr gut. Mega Reißbein, sehr gut. Los! Schön, fehlt da noch Giga Reißbein. Schön, für vier Arten von Reißbein. Los! Giga Reißbein, keine Ahnung. Sieht schon, wir finden jetzt Orange wieder rein, also das wird jetzt schon ein bisschen besser. Und wir haben den Lebensbaum erreicht. Sicher? Ja, absolut. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Hast du etwa zugesehen? Dieser Baum ist ein besonderer Baum. Alles Wasser der Gegend fließt durch ihn und ist danach vollkommen rein. Er versorgt uns schon ewig. Wir verehren ihn. Dieser Baum ist der Herzschlag unseres Lebens. Er ist unser Leben. Wow, verstehe. Unglaublich. Nur ein Baum und doch sind eure Schicksale seit Jahrtausenden miteinander verwoben. Ganz genau. Es ist eine Ehre, diesen Baum beschützen zu dürfen. Wie heißt er? Kokobaum? Muss einfach herkommen. Salia. Wir haben uns doch nicht gleich erfahren. Und machen keine Sorgen. Ich hab recht, tut mir leid, wenn ich mich so umbereit habe. Das ist alles klar, drück mich doch. Ja, unsere nächste Aufgabe wird es sein, den großen Deko-Baum zu retten. Damit Salia wieder glücklich ist.
Patrouillenkreuzer und beginne ein Feuerspektrum weiter. Wir sehen, wie wir das echt haben. Ich begann zwei Feuerspektrum zusammen. Schön weiter bei dir, wenn du zwei Finger dort hast. Auf dem nächsten brauchen wir bin mir nicht mehr sicher. Corona schon der Wasser. Hören Sie! Ich glaube, das ist unser Wort mit Eis. Den guten Kollegen hier weiter. Ja, schön mit rein. Ja. Nicht mein Freund. Bei Feuerspektrum ist das dürfte für den Planeten eigentlich ausreichen. Dass wir so ein bisschen hin und her switchen können. So, ich würde sagen, jetzt kommen wir mal dann weiter. Dann gucken wir mal die Holzpunkte und hören einfach mal klar. Bis zum nächsten Mal. Bis gleich.